Etwa 300 Menschen reichen 125.000 Vollmachten beim Bundesverfassungsgericht ein. Mit einer Menschenkette haben sie die Kisten vor gut 6 Wochen abgegeben. Für die größte Bürgerklage aller Zeiten. Eine zweite Klage gegen CETA unterstützen noch einmal 68.000 Bürgerinnen und Bürger. Wir wenden uns hier gegen CETA, weil wir gegen den Ausverkauf unserer Demokratie an Großinvestoren sind. Wir wollen keine Paralleljustiz und wir wollen keine transnationale Behörde, die über unser Leben entscheidet, ohne dass Parlamente zustimmen müssen. Vor dem Verfassungsgericht geht es allein um bestimmte juristische Knackpunkte. Punkt 1, der sogenannte gemischte Ausschuss, das zentrale Steuerungsorgan von CETA. Er kann das Abkommen weiterentwickeln und ändern. In ihm sitzen Vertreter aus Kanada und der EU, aber nicht zwingend aus den EU-Mitgliedstaaten. Der deutsche Gesetzgeber und damit die deutsche Bevölkerung hätten also keinen Einfluss mehr auf Veränderungen, meinen die Kläger. Punkt 2. Neben den staatlichen Gerichten soll es das sogenannte Investitionsgericht geben. Bei Handelsstreitigkeiten können kanadische Investoren vor diesem Gericht Mitgliedstaaten auf Schadensersatz verklagen. Diese Paralleljustiz lasse das Grundgesetz nicht zu. Außerdem würden mit dem Investitionsgericht rechtsstaatliche Prinzipien verletzt, unter anderem durch Vorteile für die Investoren in der Verfahrensordnung. Schon vor 2 Jahren hatten die EU und Kanada die erste Version des Abkommens unterzeichnet. Seitdem gab es Nachbesserungen und Veränderungen. Lange war umstritten, ob die Mitgliedstaaten und damit auch Deutschland vor dem Inkrafttreten noch ihre Zustimmung zu CETA geben müssen. Im Juli gab die EU-Kommission bekannt, Zustimmung ja, aber in Teilen soll das Abkommen bereits vorher vorläufig in Kraft treten. Am 18. Oktober soll der EU-Rat genau das beschließen. Die Kläger wollen die deutsche Zustimmung dazu in letzter Minute stoppen. Die einstweilige Anordnung richtet sich vor allem gegen das jetzige vorläufige Inkrafttreten, wenn der EU-Rat ja sagt, weil wir nicht wollen, dass der Vertrag schon gilt, bevor alle Vertragsparteien zugestimmt haben. Das ist für uns ein Unding. Alle Vertragsparteien sind zum Beispiel auch der Bundestag und Bundesrat. Der deutsche Bürger werde damit übergangen, so die Argumentation. Ob die Verfassungshüter aus Karlsruhe vorläufig die deutsche Zustimmung untersagen und damit CETA möglicherweise komplett ins Wanken bringen? Sehr wahrscheinlich schon morgen werden sie ihre Entscheidung verkünden. Ja, ganz wichtig zum Verständnis dieser Tage hier in Karlsruhe ist das kurzfristige Ziel der Kläger. Sie wollen eine sogenannte einstweilige Anordnung erreichen, dass das Gericht der Bundesregierung also untersagt, demnächst CETA zuzustimmen. Darum geht es jetzt. Das endgültige Urteil über CETA, das steht da noch aus. Das kann Monate oder sogar Jahre dauern. Aber trotzdem ist es unglaublich spannend. Und die Zeit bis 10 Uhr möchte ich nutzen, um mit meinem Studiogast zu sprechen, Professor Haltern von der Universität Freiburg. Fangen wir vielleicht damit an, warum so ein doch sehr technisches Handelsabkommen die Bürger, den Nerv der Bürger so sehr trifft. Ich meine, das hat inhaltliche und formelle Gründe. Inhaltlich löst Handelsliberalisierung, Freihandel das Gefühl aus, dass der Markt irgendwie alles überrollt. Den Verbraucherschutz, den Umweltschutz, kulturelle Eigenheiten von politischen Gemeinschaften und auch soziale Gerechtigkeit. Wenn alles durch Marktlogik bestimmt ist, dann dient das, so das Gefühl, in erster Linie auch den großen Marktakteuren. Und der förmliche Grund ist, dass Entscheidungen, die uns direkt zu betreffen scheinen, an Orten getroffen werden, die wir kaum noch beeinflussen können. Viele Bürger haben bereits gegenüber Berlin ein gewisses Entfremdungsgefühl. Berlin ist wieder nur einer von 28 Mitgliedstaaten in Brüssel. Und Brüssel wiederum setzt sich zusammen aus weiteren selbstständigen und auch ambitioniert auftretenden Akteuren wie Kommission und Europäischem Parlament. Und die wiederum setzen sich mit weiteren Akteuren an einen Tisch, dem IWF oder der WTO, und handeln weitere Gremien aus, in denen dann Entscheidungen getroffen werden. Sodass sich die Bürger die Frage stellen, erstens, werden wir mit unseren Sorgen dort überhaupt wahrgenommen und gehört? Und zweitens, wenn das nicht der Fall ist, können wir das noch kontrollieren? Ultra vires ist ein lateinischer Begriff dafür, dass jemand zu weit geht, etwas tut, wofür er eigentlich nicht zuständig ist. Ich glaube, das ist doch so ein zentraler Angriffspunkt für diese Situation, dieses Gefühl der Bürger, das auch diese Klage begründet. Ja und nein. Ultra vires ist ein Begriff, der die Europarechtswissenschaft prägt und sich darauf bezieht, dass die Europäische Union und ihre Organe grundsätzlich dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung unterliegen. Was heißt das?
Sie dürfen diejenigen Rechte ausüben, die die Mitgliedstaaten Ihnen übertragen haben, ausdrücklich. Wenn Sie mehr tun, ist das über die Kompetenz hinaus und damit ultra vires. Das kann, wenn es eine bestimmte Schwelle erreicht, vor dem Bundesverfassungsgericht gerügt werden. Auch wenn es für das europäische Verfassungskonstrukt problematisch ist. Denn wir müssen ja noch mal betonen, warum kann eigentlich ein einzelner Bürger hier in Karlsruhe gegen so ein internationales Abkommen klagen? Wie geht das eigentlich? Das ist eine erstaunliche Rechtsprechungsentwicklung, die hier in Karlsruhe stattgefunden hat. Es läuft über Artikel 38 und das Recht der Bürgerinnen und Bürger, wählen zu dürfen. Das steht da drin. Das steht da drin. Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Artikel nicht nur formell gedeutet, wir dürfen grundsätzlich zur Wahl gehen, sondern auch inhaltlich angereichert. Die Wahlentscheidung muss auch etwas bedeuten können. Und sie verliert an Bedeutung, wenn wir so viele Souveränitätsrechte abtreten, dass die Wahl selber inhaltlich entleert ist. Also das Bundesverfassungsgericht prüft, wenn es um solche internationalen Verträge geht, nur ganz bestimmte Punkte. Hat die EU ihre Kompetenzen überschritten? Und ein zweiter Begriff, der lautete, Verfassungsidentität könnte verletzt sein, sagen die Kläger. Da geht es so ein bisschen an den Kernbestand dessen, was das Grundgesetz uns gibt, oder? Das Grundgesetz hat eine ebenfalls erstaunliche Norm, Artikel 79, die sogenannte Ewigkeitsgarantie. Was steht da drin? Es gibt Normen in der Verfassung, die auch dem verfassungsändernden Gesetzgeber nicht zu Gebote stehen. Und das sind Artikel 1 und 20. 1 ist die Menschenwürde und Artikel 20 sind die großen Strukturprinzipien des Staates, darunter auch das Demokratieprinzip. Wenn diese Prinzipien angegriffen sind, und zwar in einer Weise, die erheblich ist, ist es möglich, dass die Verfassung in ihrem Identitätskern, der durch 79 des Grundgesetzes geschützt ist, selber verletzt ist. Das wollen wir, meine Damen und Herren, noch mal konkret an einem Beispiel zu CETA vertiefen und spielen dafür jetzt mal eine kleine Grafik ein, die behandelt noch mal die sehr umstrittenen sogenannten Investitionsgerichte, die bei Streitigkeiten im Rahmen von CETA zwischen den Staaten und Unternehmen entscheiden sollen, bitte. Neben den staatlichen Gerichten soll es das sogenannte Investitionsgericht geben. Bei Handelsstreitigkeiten können kanadische Investoren vor diesem Gericht Mitgliedstaaten auf Schadensersatz verklagen. Diese Paralleljustiz lasse das Grundgesetz nicht zu, sagen die Kläger. Außerdem würden mit dem Investitionsgericht rechtsstaatliche Prinzipien verletzt, unter anderem durch Vorteile für die Investoren in der Verfahrensordnung. Dass es solche Gerichte im Prinzip gibt, ist das komplett neu? Das ist eigentlich ein alter Hut. Die gesamte Investitionsschutzmaterie bedient sich der Schiedsgerichte. Das sind Investitionsschiedsgerichte, die normalerweise sogar noch, die Gegner von CETA würden sagen, eine noch schlimmere Paralleljustiz errichten, nämlich dadurch, dass die Schiedsrichter von den Streitparteien ernannt werden. Das ist hier nicht der Fall. Wir haben hier ein stehendes Gericht und die Richter werden von den Vertragsparteien ernannt. Das ist übrigens eine Änderung, die erst relativ spät in das CETA Eingang gefunden hat. Nämlich nach Veröffentlichung des Vertragswortlauts wurde ein sogenanntes Legal Scrubbing vorgenommen, eine juristische Vereinfachung, in der es nur darum gehen soll, bestimmte Dinge zu glätten. Das wurde allerdings zum Anlass genommen, fast 20% der Regeln noch mal zu ändern. Und dazu gehört auch die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit, die jetzt als stehendes Gericht ausgeprägt ist. Also nicht ganz neu. Und trotzdem gibt es sehr kritische Anmerkungen, dass das gerade zum Beispiel ein Beispiel dafür sein könnte, dass so ein Kernbereich des Rechtsstaats hier in Deutschland betroffen ist. So ist das Argument. Sollte Karlsruhe sich dazu tatsächlich dementsprechend einlassen, wäre das ein Paukenschlag, weil damit ein großer Teil der Schiedsgerichtsbarkeit den Bach runterginge. Das wäre schon eine ordentliche Entscheidung. Wir spielen Ihnen noch, um es einfach konkreter fassbar zu machen, worum es hier juristisch geht, noch eine zweite Grafik ein, als Beispiel für das Argument, die EU geht zu weit. Sie delegiert Dinge, für die sie gar nicht legitimiert sei. Das ist ja einer der Vorwürfe der Kläger. Bitte noch mal die Grafik zum sogenannten gemeinsamen Ausschuss. Der sogenannte gemischte Ausschuss ist das zentrale Steuerungsorgan von CETA. Er kann das Abkommen weiterentwickeln und ändern. In dem Ausschuss sitzen Vertreter aus Kanada und der EU, aber nicht zwingend aus den EU-Mitgliedstaaten. Der deutsche Gesetzgeber und damit die deutsche Bevölkerung hätten also keinen Einfluss mehr auf Veränderungen, meinen die Kläger.
Dieser gemischte Ausschuss, vereinfacht gesagt, glaube ich, ist die Sorge, dass das so ein bisschen so ein Eigenleben entwickelt und dann wirklich dieses Band zu den Nationalstaaten durchschnitten ist. Das wird einer der Knackpunkte der Entscheidung sein. Die Frage ist, wie muss, kann, darf die Europäische Union mit den ihnen übertragenen Kompetenzen umgehen? Eine Möglichkeit ist, dass sie zunächst bei der Union verbleiben. Die andere Möglichkeit ist, dass die Union nun gewissermaßen anfängt zu zaubern und eine Institution und einen Ausschuss und ein Gremium nach dem anderen gründet, was dann weitere Unterausschüsse und weitere Untergremien bildet. So auch hier, CETA errichtet diesen Ausschuss, der eigene Rechte hat. Müssen Sie sich das so vorstellen? Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Dachgeschoss renovieren und beauftragen den Ihnen bekannten Handwerker damit. Sie gehen einkaufen und als Sie wiederkommen, sehen Sie, der Handwerker hat einen Kran geholt fürs Dach, drei Innenarchitekten beauftragt, einen Feng Shui-Berater und die ganzen beteiligten Personen halten jetzt jeden Morgen zwischen 8:30 und 10 eine Besprechung. Sie sitzen aber nicht dabei. Sie werden auch nicht weiter gefragt. Geht das? Das sind die zentralen Punkte, über die, und das ist ganz wichtig auch für Sie, für das Verständnis dieser beiden Karlsruher Tage, meine Damen und Herren, jetzt noch nicht abschließend entschieden wird. Präsident Voskuhl hat mal noch mal diesen Begriff der einstweiligen Anordnung ins Spiel gebracht. Und über den möchten wir jetzt noch mal reden. Also über was wird genau entschieden? Die Leitfrage dabei ist eine vorläufige. Muss Karlsruhe der Bundesregierung jetzt schnell untersagen, dass sie vorläufig nicht zustimmen darf und so lange warten, bis Karlsruhe abschließend entschieden hat? Und die Leitfrage dabei ist so ein wenig, kann man sich das leisten, auf das endgültige Urteil zu warten oder treten bis dahin so starke Nachteile ein, dass Karlsruhe sagen muss, vorläufig untersagen wir die Unterzeichnung, ohne schon inhaltlich zu tief einzusteigen. Zum Tagesgespräch bei Phoenix begrüße ich sehr herzlich Alexander Graf Lambsdorff, den Fraktionsvorsitzenden der Liberalen im EU-Parlament. Grüß Sie. Guten Morgen, Herr Kulle. Also die Gretchenfrage muss ich mal ganz am Anfang stellen. Ja oder nein, CETA? Das Abkommen mit Kanada macht Sinn. Es ist eines der neuen Handelsabkommen, die wir als Europäische Union abschließen. Sowas haben wir schon mit Südkorea beispielsweise. Unter dem Strich ein ganz klares Ja. Ja, das haben wir schon mal festgehalten. Und womit rechnen Sie jetzt mal, wenn Sie ein bisschen orakeln dürften? Nun, ich glaube, beim Bundesverfassungsgericht sollte man nicht rätseln. Das gilt der alte Satz, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Aber ich hoffe, dass das Verfassungsgericht europäisch entscheidet, weil die Handelspolitik ist eines der erfolgreichsten Felder, wo Europa weltweit ernst genommen wird, wo wir großes Gewicht haben, weil wir gemeinsam auftreten. Und insofern sollte hier nicht ein Gericht eines einzelnen Mitgliedstaats, auch wenn es so ein wichtiger ist wie Deutschland, den Stock in die Speichen halten und für alle Mitgliedstaaten diesen Prozess stoppen. Was Sie jetzt gerade auch angesprochen haben, TTIP, vielleicht aus Ihrer Sicht noch mal den wichtigsten Unterschied, der sowohl auf der einen Seite für CETA spricht und auf der anderen Seite dann gegen TTIP? Naja, Kanada, ich habe es gesagt, steht uns viel näher. Es war überhaupt kein Problem mit den Kanadiern, beispielsweise die Standards der Internationalen Arbeitsorganisation ins Abkommen reinzuschreiben. Die öffentlichen Beschaffungsmärkte, da war Kanada offen. Wir waren offen für kanadische Unternehmen. Die Amerikaner weigern sich, ihre Bundesstaaten mit einzubringen. Das ist ein sehr harter Knackpunkt, das muss man deutlich sagen. Und ansonsten sind die Verhandlungen mit den Amerikanern natürlich deswegen schwieriger. Es ist einfach ein größerer Markt. Und da, wo wir geschützte europäische Begriffe haben, ich sag mal Parmaschinken oder Aachener Printen, da weigern sich die Amerikaner zum Teil, das als geografisch geschützt anzuerkennen. Also da sind ein paar harte Nüsse, die noch zu knacken sind, bei denen es mit Kanada aber gelungen ist, es zu schaffen. Und deswegen, wie gesagt, diese ganze Debatte über CETA ist nichts anderes als ein Kollateralschaden der TTIP-Debatte. Ich würde mir wünschen, dass wir Europäer verlässlich international als Verhandlungspartner auftreten und die Kanadier jetzt endlich mal beruhigen, das Ding ratifizieren, unter Dach und Fach bringen und dann den Nutzen dieses Abkommens ziehen, nämlich verbesserte Handelsbeziehungen mit Wohlfahrtszuwächsen auf beiden Seiten des Atlantik. Ja, und von überall her kommen die Leute, die Aachener Printen und Nürnberger Lebkuchen essen wollen. Alexander Graf Lambsdorff, ich danke Ihnen sehr herzlich für diese doch auch erhellenden Einwürfe und Gedanken zum Thema CETA. Dankeschön nach Brüssel. Danke Ihnen.